Recht herzlich willkommen zur dritten Folge von City Skylines mit unserem BGL Winter Tutorial. Da sind wir, Tutorial ist Blödsinn, ne? Winter Szenario. So, das ist richtig. Da sind wir unterwegs hier im Dingens. Wir hatten letztes Mal geguckt, hier die Straße braucht noch Wasser zum Beispiel. Wir kriegen hier 1076 Einwohner, brauchen 1250 geht Grad plus. Das bedeutet, wir könnten eigentlich jetzt auch, aber wir haben hier letztes Mal noch diese Häuserreihe gemacht, die ist ja dann schon dazugekommen. Dann sollten wir jetzt mal gerade nochmal auf Wasser setzen und von da nach da verbinden. So wie es aussieht, fehlt da ja sogar ein Haus. Dann haben wir das auch. Die kriegen jetzt alle Wasser. Er da auch. So, jetzt ist er auch zufrieden. So, dann habe ich gedacht, dass wir hier dieses eine Straße reinmachen, die dann hier abzweigt. Ja, das wäre jetzt so in das Wohngebiet sozusagen rein. Und zwar müssen wir dann ja schon nach ganz hinten machen, oder? Oder hier so? Und dann Stichstraßen machen? Glaube schon, ne? Dann so sozusagen. Eigentlich müsste man es so machen, ne? Nach da hinten reicht dann das Geld nicht mehr, oder wie sehe ich das? Also so. Ja, dann ist das doch erstmal so ganz gut, oder? Und die nächste Straße geht dann nach hier. Aber da reicht's Geld gerade nicht. 300 Euro oder was es auch immer für Einheiten sind da unten. Müssen wir mal gucken, wo wir da so hinkommen. Ich glaube bis nach hier, ne? Gerade warten, bis das Geld mehr wird. Aha, na, nicht ganz, aber fast. So geht's. Und dann machen wir noch da. Und dann schauen wir mal. Wir müssten ja jetzt hier nochmal durch, ne? Aber ich würde das jetzt tendenziell dann so machen, dass wir hier bis dahin gehen. So, und dann wieder hier hoch. Also wäre schon okay, ne? So also ein klein bisschen geht ja schon. So, wie sieht's denn aus mit dem Wasser, dieser Bereich? Ah, guck mal, dieses wird doch schon gemacht. Das bedeutet, wir können hier ja, wenn da Wasser ist, schon grün einfärben, ne? Dann können wir ja schon mal hier hinziehen. Da ist ja kein Problem mit Wasser und Strom. Dann kommen ja auch wieder ein paar Leute mehr. Und wenn ein paar Leute mehr kommen, wird das auch wieder mehr Geld. Wenn mehr Geld kommt, können wir wieder weiterbauen, ne? Hier müssen wir so einen Bereich machen, wo wir sagen, hier... Ne, sozusagen diese Ecke hier machen wir ein bisschen Einkaufsbereich. Und dann schauen wir weiter. Man könnte natürlich, ach, haben wir noch nicht Straßen mit. Ja, okay, dann ist das halt so. Okay, siehst du, dann können wir hier so schön nach oben ziehen. Wenn das gleich fertig ist. Bis dahin reicht's Geld schon. Ja, noch nicht ganz, bis da geht's. Jetzt reicht's auch bis dahin. Zack, fertig. Das gleiche machen wir dann hier auch, aber das müssen wir jetzt nicht machen. Jetzt müssen wir erst gucken, dass das Wasser da durchfließt uns als nächsten Schritt. Das wäre dann so, ne? Vielleicht reicht das dann. Mal schauen, wie weit das geht. Oh, winzige Kleinstadt. Herzlichen Glückwunsch. Landschaftsbau geht, Veranstaltungsrichtlinien gehen, neue Features, Parks und Plätze, einzigartige Gebäudestufe 2, Fußball geht auch, Haus, neue Richtlinien. Haustierverbot, Rauchverbot, Parks und Erholung, die Schule ist aus, Fußballjugend... kommt alle her, Stadionsicherheit, dann gibt's hier Tröge für Kanäle
Und hier unten haben wir neue Gebäude. Das sind ein paar Parks, die wir haben. Platz mit Bäumen und so. Karussell, sehr schön. Und das oberste, ja, das ist schon sozusagen das Wichtigste dann, oder was? Einzigartige Gebäude sind dann hier, Wintermarkt. Naja, okay. Wunderbar, das gab aber vor allem eine Finanzspritze dann, 20.000 nochmal mehr. So. Und dann bedeutet das, dass wir das nächste Wasser hier noch lang ziehen müssen. Und puff, fertig. Dann können wir hier die Straße wahrscheinlich auch noch fertig bauen. Ist ausgewählt, ja. So. Da rastet ihr dann da ein. Dann machen wir das nicht so, dann machen wir das so. Fertig. So, Wasser ist hier, Dingens ist hier. Leute wohnen auch schon hier. Wir können jetzt hier ein paar Gebiete ändern. Wir wollten hier ja im Kreuzungsbereich Dingens machen. Sag schon, da können wir auch bis hierhin mal machen. Und in diesem Bereich machen wir das auch. Kommerz. Und die Industrie, die haben wir noch außen vor. Die muss hier oben noch weiter wachsen dann, ne? Zack. Machen wir doch daher auch noch ein bisschen, dass die weiter wachsen können. So, das macht erstmal einen guten Eindruck, oder? So, wie sieht's mit Dingens aus? Mit Strom? Okay, haben sie auch. Alles ist gut. Jetzt müssten wir nur gucken, dass wir das Geld jetzt mal für was Größeres hier benutzen. Ne, wir brauchen wir da? Oh, 19.000. Das heißt, wir müssen da noch ein bisschen warten und dann machen wir das Kohlekraftwerk auf jeden Fall. Weil da brauchen wir doch Kapazitäten, die da weiterkommen, denke ich. Wie viel Megawatt macht denn das? 40 Megawatt unseren Dingens hier macht. 8. Kostet 6. Das sind 3. Das wären 8, 16, 24. Okay, da ist das dann am Ende effektiver. Dieses hier würde 20 machen. Wow. Naja. Ölkraftwerk, Wasserkraftwerk. Wasserkraftwerk wäre vielleicht noch ganz cool hier, ne? Sieht man ja hier so, ne? Müssen wir dann mal später schauen, wie wir das so beim Ausbau hinkriegen mit dem Wasserkraftwerk. Okay, Schule haben wir schon. Aber wir müssen da noch mehr machen. Und wieso haben die kein Wasser? Die haben kein Wasser von der Menge her wahrscheinlich, ne? Das heißt, wir müssen hier nochmal aktiv werden. So. Und dann müssen wir da nochmal verbinden. Und da noch da. So, jetzt sollte das mit dem Wasser da hinten auch besser sein. Oder besser werden hier. Die sollten gleich Wasser bekommen. Und dann ist der nächste Punkt natürlich, wenn Wasser da kommt, dann gibt es da auch das nächste und das ist das Abwasserproblem. Alles klar. Ja, wer Wasser braucht, muss auch Wasser verbrauchen, ne? So, zack. Und das machen wir natürlich dann auch da dran. So, damit ist die Kohle auch schon wieder geschrumpft. 12.000. Wir müssen aber gucken, dass wir da noch ein bisschen weiter hinkommen. Hier sieht es jetzt nach Diebstahl aus. Das heißt, wir brauchen unbedingt eine Polizeistation. Und ja, da haben wir noch gar nichts, ne? Ja, dann würde die ja hier jetzt hin müssen, ne? Die kostet mal gerade eben 12.000. Aber da kommen wir wohl nicht drum rum. Diebstahl ist hier jetzt gerade groß geschrieben. Gut, dann müssen wir jetzt sammeln. Auf Strom wahrscheinlich als nächstes. Müssen wir da wieder ein Windrad zusammenkriegen, weil das können wir uns dann doch nicht jetzt leisten. Robbery war natürlich großes Ding, ne? Unterhalt 480 die Woche ist natürlich eine Hausnummer, ne?
Leute ziehen deswegen wahrscheinlich schon weg. Hier hat es Dingens gegeben. Jetzt können wir noch ein paar Wohnhäuser machen. Das bloß weg, das will hier keiner. Wir wollen das hier komplett haben. Weil, ne? Schon wichtig. So, da wird schon gebaut, oder wie sehe ich das? Ah, schon wieder Wasserproblem. Kommen wir da nicht dran, ne? Kann das sein? Das ist unser Problem hier. Ja, wann kommt die nächste Welle dann, ne? Obwohl da jetzt gerade nicht das ist. Komisch. 30.000 Kubikmeter Wasser die Woche. Und ist im Normalbetrieb. Obwohl die Rohre gerade kein Wasser zeigen, ist hier aber alles in Ordnung jetzt. Ich weiß es auch nicht, was da das Problem ist. Lassen wir erstmal so. Jetzt kommt hier wieder der Schnee, die Straßen werden wieder weiß. Dann müssen wir mal gucken, wie das wird. So, wir können ja mal hier reinschauen in die Übersicht. Strom. Alle blau. Alle gut. Ich wollte schon sagen, ist die Leitung da nicht. Ach so, wollten wir nicht hier da zu unserer Dingens Waldwirtschaft was machen? So, mal gucken, ne? Wasser ist okay, auch Wasser auch. Müll. Müll ist schlecht. Eine Müllhalle ist zu wenig schon. Wie ist denn das hier? 8% voll, okay, das ist noch nichts, aber. Das müsste. Ach so, hier wird schlechter bei der Müllauslastung und hier Müllverarbeitungsstatus. Ja, das ist die Müllverbrennungsanlage, glaube ich, ne? Die haben wir ja noch gar nicht, okay. Hier sind wir erstmal noch safe. Und die haben wir nicht. Die Leute sind wohl wahrscheinlich alle zufrieden. Ja, die Bewohner jetzt eher weniger. Gesundheit ist gut. Bestattungen sind schlecht, weil wir haben gar keinen Friedhof. Kann man denn schon welche machen? Nee, ne? Nee, gibt's noch nicht. Hier ist einer. Ja. Das ist schon soweit so gut dann. Dann haben wir hier Stufen. Industriegebiet ist klar. Da, ja, passt schon alles soweit. Wind läuft. Schneesturm ist gerade angesagt wohl. Auto, Verkehr. Hier vorne an der Kreuzung haben wir natürlich viel Verkehr. Da ist das größte Problem, weil alle da lang müssen. Das müssen wir auf Dauer dann ändern. Mehr Brücken machen. Hier ist Lärmbelästigung, oder? Ne, Verschmutzung ist das, okay. Was haben wir denn hier? Ist das abgebrannt oder was? Ja, das ist abgebrannt. Dann müssen wir das mal gerade abreißen vielleicht. Und hier war noch eins, ne? Ja, dann machen wir die beiden weg, dann ist alles gut. Und Lärm war das. Ja, sind die Windräder. Ist halt so. Feuerwehr haben wir noch gar nicht. Brandgefahr ist da. Robbery ist jetzt durch die Polizei besser geworden. Transport haben wir noch nicht. Bevölkerung ist. Ja, Erwachsene sind die meisten, Senioren haben wir keine. Junge Erwachsene und Jugendliche sind das. Okay, alles Familien, die hierher gezogen sind sozusagen. Import hatten wir letztens schon geguckt. Importieren machen hier Waren die Geschäfte. Hier nix. Da importieren zwei Geschäfte. Und Export haben wir hier hinten Waren. Okay. Hier natürlich nix. Und das geklärt. Grundstückspreise. Alles gut. Hier im Wasser ist es teuer. Wie so immer so ist, ne? Oder teurer. Ist ja nicht teuer, sondern teurer.
Hier ist es auch ein bisschen teurer, aber das läuft erstmal so gut. Dann haben wir hier, ist das Wald oder was? Ja. Okay, der Wald, der hauptsächliche Wald ist natürlich hier hinten, ne? Da müsste man die Industrie dann anpflanzen, Waldindustrie anpflanzen, ne? So, was haben wir hier? Washingtonhügel ist dann die Waldindustrie, Freizeit ist noch nix. Parks und Plätze und Bibliotheken, das haben wir ja alles noch nicht. Geländehöhen sind schön hier zu sehen. Ja, da geht's hoch. Dann haben wir hier noch den Schnee, der uns jetzt nicht so weiterbringt, weil wir noch da auch gar nichts machen können. Da müsste man freischaufeln, aber wir haben ja absolut gar keine Möglichkeiten, weil das noch nicht mit unserem Städtchen da funktioniert. Ja, hier sind kreuzungstechnische Dinge dann noch angesagt. Oh, jetzt hat er die weggerissen. So ein Shit aber auch. Das ist aber doof gelaufen gerade, ne? Den Schritt hätte ich ja gerne zurückgemacht. Das hat wieder gut geklappt. Wir müssen mal das schnell machen. So, den auch noch. Schnell, bevor der wegzieht. Doof gelaufen mit dem Straße wegreißen gerade, ne? Ich dachte, ich hätte den Bagger nicht angehabt. Gut, was haben wir hier noch? Tourismus. Den dürfen wir ja gar keinen haben, oder? Ne, ist kein Tourismus hier. Gut, läuft erstmal. Soweit so gut, würde ich sagen. Wir brauchen Industrie. Das bedeutet, wir machen hier hinten mal weiter. Die Straße. Wir haben doch hier hinten noch den Feldweg, ne, oder? Ja. Ne, machen wir aber erstmal vorne eine richtige Straße. Wo machen wir den hin? Das ist die Frage, ne? Machen wir mal so. Wo fängt denn der Wald an da? Dann würde ich jetzt sagen, machen wir das mal bis hierhin erstmal. Dann brauchen die definitiv ja auch Wasser. Das wird dann auch nochmal teuer. Das ist dann hier so lang. Und der nächste ist dann da so lang. So, mal gucken, ne? Passt erstmal. Lassen wir so. Und dann Industriegebiet aus. Machen, also hier würde ich jetzt noch mal Kommerz machen und das Industriegebiet dann hier anfangen, mal hier so ein Stück zu machen und da drüben auch. So, und den Kommerz, den würde ich jetzt hier vorne noch mal hinsetzen an so eine Kreuzung. Macht schon Sinn, oder? Passt. So, hier unten könnte man das auch nochmal machen. So, ist schon erstmal gut mit den Leuten. Der Kommerz kann kommen, ne? Leute kommen auch ein paar mehr. Was ist die nächste Stufe? Winzige Kleinstadt haben wir erreicht. Nächste Stufe ist 2-2, boomende Kleinstadt. Alles klar. Dann sind wir bei 2-2 unterwegs beim nächsten Mal. Aber soweit sieht's doch schon ganz gut aus, oder? Was können wir denn noch mehr machen hier? Das ist jetzt die Frage, ne? Wasser ist schon geklärt. Das, Strom auch. Hier war jetzt noch eine Mülldeponie, die wir zurzeit aber nicht unbedingt brauchen. Feuerwehr ist klar. Nee, Gesundheitswesen war das erst. Haben wir nicht. Oder haben wir schon? Warte mal. Haben wir schon, hier, da. Feuerwehr haben wir nicht, wäre wichtig. Und Polizei haben wir. Und hier ist jetzt Dingens, sag schon. Die Schule.
die nur hier ist. Da müssten wir mal gucken, dass wir hier noch irgendwo eine hinkriegen, ne? Aber die ist auch zurzeit zu teuer und es gibt aber auch schon eine Oberschule, oder? Das hier, ne? Ja, die müssen wir dann auch schon mal irgendwann bringen. Die öffentliche Bibliothek wäre auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Parks. Parks sind natürlich noch was Schönes. Was ein kleiner Park. Oh, der kleine Park ist gar nicht so klein. Und was kostet der kleine Park nochmal? 1000. Vielleicht sollten wir den kleinen Park nochmal bringen hier. Das freut ja die Leute auch, ne? Neben der Arztpraxis ein kleiner Park ist doch bestimmt schön, ne, oder? Und dann machen wir hier auch noch einen hin. Oder machen wir den da hin? Ne, dann müsste das Haus weg. Ne, da machen wir keinen hin. Dann machen wir den da hin. Freuen die sich auch drüber. Dann ist es ein bisschen schicker hier, ne? Nächsten nehmen wir dann da weg. Was war das? Achso, das ist noch ein Paradoxplatz. Hier gibt es noch den Weihnachtsmarkt und so. Schneemannpark. Oh, der ist ganz klein, der Schneemannpark. Oh, cool. Dann machen wir den doch mal hier hin. Oder? Oder da? Da. Zack. Schneemannpark. Da freuen die sich. Haben wir. Ist der einzigartig oder haben wir kein Geld mehr? Wir haben kein Geld mehr, ne? Pavillon. Eine Bank, okay, da können wir dann noch andere Dinge basteln. Requisiten, okay. Ja, da müssen wir mal gucken, wo wir sowas dann bauen, ne? Den kann man aber nicht da reinbauen, okay. Springbrunnen im Winter ist immer schlecht, wegen eingefroren, ne? Hier haben wir auch noch ein paar Sachen. Sind aber auch alle nicht freigeschaltet. Fußballstadion dauert noch und so. Obwohl Fußball war ja, ne? Ist nur teuer. 200.000 kostet der Spaß, alles klar. Ja, hier können wir dann noch ein bisschen was basteln, brauchen wir jetzt aber nicht. Und hier sind noch unsere Budgetgeschichten dann zugange, ne? So, wir haben das Wasser noch runtergeschraubt. Dann würde ich da jetzt mal gerade auf 100% wieder gehen. Lass das mal so laufen. Geld ist ja da gerade. Besser ist das. Darlehen müssen wir mal irgendwann abbezahlen. Sie können gleichzeitig nur 3 Darlehen haben, okay. Gesamtsumme ist 21, die können wir aber nicht zurückbezahlen. Welche Kosten sind 400 Zinsen? Ah, jetzt steht daneben. Ist der denn noch aktiv dann? Verstehe ich nicht. So, mal schauen. Oder ist es schon abbezahlt? 52 Wochen, das geht ja im Wochenzahlungsplan. Das heißt, wir haben den schon abbezahlt. Das heißt, wir haben gar kein Darlehen mehr am Laufen, oder? Das ist doch cool dann. Budget. Eigentlich müsste man das ja Ausgaben irgendwo sehen, ne? Ah, doch, da. 25 sind da noch. Aber warte mal, das ist gerade 55. Ah, jetzt ist es weg. Okay, das heißt, das Darlehen ist abgezahlt. Ja, das ist doch cool. Dann sind wir da auch raus aus der Sache. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir ein bisschen mehr Geld kriegen wieder. So 19.000 für ein Kohlekraftwerk wäre zum Beispiel ganz nett. So, mal schauen, ne? Wie sieht's denn hier so aus mit Wohnflächen? Die können wir doch noch definitiv machen, oder? Zack. Und zack. Können die doch alle hier erstmal wohnen, ne? So, haben wir dann wieder einen Bereich freigeschaufelt. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir das aber erstmal so und
schauen dann in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Abo ist klar, wenn ihr noch keins habt, macht eins, würde ich mich sehr darüber freuen. Und sonst haben wir noch Kommentare, immer gerne reingeschrieben, wie ihr euch hier die Stadt vorstellt, was wir da noch anders machen können. Sieht ja ganz schick, aber denke ich schon aus. Und wir sind so ein bisschen durchwachsen hier, wo überall so ein bisschen, hier sag schon, Kommerz ist zum Beispiel und so. Industrie immer ein bisschen ausgelagert auf dieser Seite. Müssen wir mal weiter schauen, wie das noch wird. Alles klar. Und wenn ihr Bock habt, dann teilt das auf anderen Kanälen noch mit, das Video, damit das andere auch noch mitkriegen, dass wir hier so eine schicke kleine Stadt aufbauen. Alles klar, bis dann. Tschüss.